Da ist mir heute Morgen fast die Kaffeetasse aus der Hand gefallen, als ich die Werbung gesehen habe. Eine Schweißkabine für 4,99 Euro. Das heißt, wer zu Hause schleifen will, wer trennen will, wer schweißen will, der braucht dafür den richtigen Arbeitsplatz. Das hat nun mal nicht jeder und dafür gibt es diese kleinen mobilen Kabinen zum Arbeiten. Das sind kleine Koffer, die kann man überall mit hinnehmen, kann die überall auch leicht verstauen. Und wenn man dann seine Arbeiten ausführen will, dann kann man das ganz einfach aufklappen. Das geht innerhalb von wenigen Sekunden, zeige ich euch natürlich. Und dann kann man mit so einer kleinen Kabine arbeiten. Der größte Witz daran ist, ich habe mir die vor Jahren mal bestellt. Da hat die an die 50 Euro gekostet. Fand ich für den Preis viel zu teuer. Darum habe ich diese Lösung hier auch nie vorgestellt. Ich habe die jetzt mal rausgekramt und wir gucken uns das Ganze mal zusammen an, was man hier für 4,99 Euro geboten bekommt. Das ist im Prinzip dieser kleine Koffer. Den kann ich überall verstauen. Ich habe hier an der Seite so Flügelmuttern. Kann die Rückwand hochstellen, kann eine Seitenwand hochstellen, verriegel das Ganze hier, kann die zweite Seitenwand hochstellen und verriegel das hier. Und fertig ist meine Schweißkabine und in der kann ich jetzt halt arbeiten. Schöne Sache, die ganze, es ist im Prinzip ein Schutz. Diesen Schutz kann man halt schnell wieder wegpacken, ist ein dünnes Blech. Ich schätze mal so 1 mm Blech, schön abgekantet, hat eine gewisse Stabilität und dann kann man da drin arbeiten. Jetzt sind diese kleinen mobilen Schweißkabinen natürlich keine Erfindung von Parkside. Die gibt es auch von anderen Herstellern, nur die anderen Hersteller machen da meistens was Entscheidendes anders. Und das will ich euch natürlich auch zeigen. Ich will das hier nicht schlecht reden, also für 5 Euro kann man sicherlich nichts verkehrt machen. Ich habe hier lackierte Wände. Das ist sicherlich okay. Und dann habe ich hier einen Boden, der ist verzinkt. Ich habe hier keine Auflage oder dergleichen. Und das haben halt andere Anbieter. Ich habe hier eben einfach mal drauf geschweißt. Habe hier ein 6 mm Stahlblech genommen, ein 2 mm Vierkantrohr draufgesetzt. Mal geheftet. Beim Heften hat es schon angeklebt. Hinterher bei der Kehlnaht hat es auch leicht angebackt. Und dann sieht man schon, dass sich das hier leicht gelöst hat. Und das hat man natürlich in der Luftverzinkung. Ist natürlich extrem ungesund. Das ist ein Punkt. Nächster Punkt ist, wenn ich hier direkt die Wärme einbringe, dann verzieht das Ganze. Wenn ich hier anfange zu schweißen, zieht das Ganze so einen kleinen Frosch. Wenn es wieder abkühlt, ist es wieder zurückgezogen. Also das ist die positive Nachricht. Aber das ist natürlich alles andere als ideal. Ich habe das hier einfach mal auf meinen Schweißtisch gestellt. Die meisten, die sich sowas anschaffen, die werden natürlich keinen Schweißtisch haben. Was haben die dann? Meistens eine normale Werkbank. Und wenn man das dann da direkt drauf packt, dann geht ja die Wärme auch direkt hier durch, dann direkt in das Holz rein. Und wenn man hier ein bisschen mehr Wärme reinbringt, ne, kann das auch nicht ganz so förderlich sein. Das ist so der Punkt, wo ich sagen muss, da muss man natürlich auf jeden Fall nachbessern. Gibt es natürlich auch eine ganz einfache Lösung. Ich nehme in solchen Fällen immer einfach einen Maschinenschraubstock. Ich bin sowieso ein Riesenfreund von Maschinenschraubstöcken. Die kann man vernünftig drehen, alles richtig positionieren, bis man da die ideale Position hat. Sowas kann man hier einfach reinstellen. Da kann man kleinere Bauteile problemlos mit schweißen. So ein Maschinenschraubstock, bin ich wirklich der Meinung, sowas darf in keiner Werkstatt heutzutage mehr fehlen. Die meisten, die eine Ständerbohrmaschine haben, die haben sowas auch. Und ansonsten kann man die relativ günstig bei eBay, bei Amazon kaufen. Gibt es also die verschiedensten Varianten bis extrem teuer. Ich habe sogar einen auch mit Magneten hier, den habe ich sogar mal selber gebaut. Auch ein sehr interessantes Thema. Aber im Prinzip kann ich jetzt hier alles positionieren, kann hier vernünftig schweißen. Ich habe hier ein bisschen mitgeschweißt, habe das Ganze natürlich auch gefilmt und dann sieht man, dass die Schutzwirkung hier wirklich gegeben ist. Ich habe drei Seiten, die geschlossen sind und an der vierten Seite stehe ich als Person, habe natürlich Schutzkleidung an, habe dann auch da so ein bisschen das als Abschirmung und so ist es wirklich schön. Die Funken fliegen nicht quer durch den Raum, sind also sehr lokal begrenzt. Was ein bisschen schade ist, dass der Spalt hier überall so groß ist. Ne? Durch diesen Spalt gehen dann halt auch mal Funken durch und dergleichen. Das hätte man so ein bisschen enger schließen können. Aber ansonsten finde ich das wirklich gar nicht mal verkehrt. So als kleine Lösung für die, die dann nicht so die Möglichkeiten haben. Andere Möglichkeit wäre natürlich, dass man sich hier ein Gitterrost reinsetzt, ein altes Gitterrost zuschneidet mit dem Winkelschleifer und den hier einpasst. Oder man macht es halt so, dass man sich hier Vierkantrohre oder Winkelprofile reinsetzt. Ich habe hier einfach mal zwei Vierkantrohre zugeschnitten. Da könnte man dann ganz einfach ein Blech draufsetzen. Dann hat man keine Wärmeeinbringung, die hier unten reingeht. Wenn man das regelmäßig nutzt, kann man das auch festheften. Oder man macht es so, wäre noch die allerschönste
allerschönste Möglichkeit, dass man das ausführt wie so ein 50-Euro-Schweißtisch, den ich immer mal wieder gebaut habe. Das heißt, man nimmt mehrere von den Rohren, man bohrt die auch noch mit 16er Bohrungen, hat dann hinterher auch noch die Möglichkeit, Schraubzwingen anzusetzen, hier drin zu spannen und würde dann einfach an den Enden hier einen Winkel setzen und an dem Winkel diese Vierkantrohre festschweißen. Das wäre also wirklich so die Königslösung. Hätte ich im Prinzip heute auch gebaut. Ich habe leider nicht genug von dem Vierkantrohr. Und ich hatte jetzt ein bisschen Angst, wenn ich das Vierkantrohr bestelle, dauert das 5-6 Tage und bis dahin gibt es das Angebot wahrscheinlich nicht mehr. Darum habe ich das jetzt auf die Schnelle heute Nachmittag mich in die Werkstatt verkrümelt und habe dieses kleine Video für euch aufgenommen, wollte euch diesen kleinen Tipp mitgeben. Also ich finde gerade für die, die keine andere Möglichkeit haben in ihrer Werkstatt oder so, ist das eine schöne Möglichkeit. Man schützt effektiv den Rest der Werkstatt vor dem Dreck, vor den Funken und kann da wirklich auch schön Arbeiten drin ausführen. Wenn man hier drin schleift, dann ist natürlich immer wichtig, wie man den Schutz hier positioniert hat. Ich habe das normal so, dann dreht sich die Scheibe so rum, dann fliegen mir die Funken entgegen. Das macht dann natürlich keinen Sinn. Ich würde das Ganze hier umdrehen und dann ist es so, dann schießt man die Funken raus und dann kann ich die hinten einfach gegen die Wand schießen. Da ist es natürlich immer blöde, wenn der Taster hier einseitig ist. Wenn er hier oben ist, das ist viel schöner. Jetzt muss ich hier hingreifen. Hier habe ich die laufende Trennscheibe. Wenn ich es ausschalte oder so, das ist eher ein bisschen unpraktisch. Ne? Da wäre es schöner, wenn man einen Winkelschleifer hat, wo der Taster hier oben ist. Da bin ich sowieso ein riesengroßer Fan von. Aber wie gesagt, darauf achten, dass wir die Funken wegschießen. Dann schießen wir die direkt in die Kabine rein und dann haben wir wirklich den maximalen Schutz für unsere Werkstatt. Weil es sind nicht nur die Schweißspritzer, es sind natürlich auch immer die Funken vom Winkelschleifer. Wenn man das so durch die Werkstatt schießt und wenn man viel mit Holz zum Beispiel arbeitet, dann ist das oft auch schnell ein riesengroßes Problem. Und das ist sicherlich kein High-End-Produkt und es wäre schöner, wenn hier unten irgendeine Fläche wäre. Aber es gibt halt auch andere Anbieter, muss man auch ganz klar sagen. Die haben dann hier unten so ein Rost drin. Das Ganze kostet dann 60, 70 Euro und der Rost ist auch verzinkt. Also ist auch nicht ideal. Am besten ist hier wirklich so eine kleine Auflage, sich selber bauen und das am besten noch mit Bohrungen ausführen. Wie gesagt, wenn ich das machen soll, schreibt es mir einfach in die Kommentare, das mache ich das. Und am Ende des Tages, wenn man mit der Arbeit fertig ist, dann kann man das Ganze wieder einfach hier aufschrauben und innerhalb von einer Minute ist das Ganze wieder zusammengeklappt, kann das hier unten sichern. Und dann hat man wieder diesen kleinen Koffer, den man ganz einfach wegpacken kann. Ich finde, das ist eine unglaublich praktische Angelegenheit. Und naja, wie gesagt, muss man nichts zu sagen. Für den Preis, ne, kann man da sicherlich nichts verkehrt machen.